Eigentlich kann ich eh mehr Sponsoren machen, man muss weiter mit dem Oktav oder so, glaube ich. Dass man damit irgendwann einmal fertig wäre, aber ist aber noch. Jo. Letztens, beziehungsweise letzte Mal habe ich euch erzählt, dass ich eine neue fette Wunde habe. Und wie es dadurch gekommen ist. Ich habe übrigens ganz vergessen zu erwähnen, dass ich mir im Laufe der Zeit zwischendrin 2-3 Mal Maden eingefangen habe in diese Wunde. Ja. Das muss ja mal brutal eklig aussehen, ist aber prinzipiell was Gutes. Weil Maden fressen das infizierte und abgestorbene und kranke Gewebe weg. Und naja, es bleibt halt gesundes Gewebe übrig, das dann in aller Ruhe zuheilen kann. Von daher sind Maden laut Meinung der Ärzte was Gutes. Eklig ist natürlich trotzdem. So, genug gekotzt, weil darum geht's heute nicht. Es geht um Alkohol, ja? Ich, der eigentlich keiner trinkt, der war zwischendrin nur alle, weiß ich gar nicht, alle paar Jahre gebe ich mal die Hand. So einmal und dann ist er wieder für ein paar Jahre gut. Ich bin nur kein trockener Alki, das heißt, das schadet mir nicht. Ja, also abgesehen, wo das Alkohol natürlich schädlich ist und aber so zwischen Neumol und wenn dann richtig, ne? Naja, das habe ich diesmal. Ich habe schon zu Zeiten, wo ich noch Wohnung hatte, mit dem Gedanken gespielt, mir mal wieder die Kante zu geben. Habe ich nicht gemacht. Dann bin ich auf der Straße gelandet und habe ich gedacht, hey, wenn schon Penner, dann richtig, ne? Ich habe gerade nur was geguckt, das ist mein operiertes Auge juckt und ich habe gedacht, vielleicht sehe ich da ja was im Bildschirm, aber nee. Scheint alles soweit okay zu sein. Ja. So richtig die Kante habe ich mir nicht gegeben. Ich habe mir eine Flasche Eierlikör gekauft. Ich wollte eigentlich erst eine Flasche Eierlikör und eine Flasche Amaretto. Aber dann habe ich gesehen, dass Amaretto 1 Euro teurer ist wie Eierlikör und habe mir gedacht, nein, braucht das Zeug ja nicht, ne? Aber Flasche Eierlikör habe ich mir gegeben. Ja, wenn schon Penner, dann richtig, ne? Und das Interessante war, diese 0,7 Liter Flasche habe ich innerhalb von 20 Minuten oder so abgepumpt. Ich hab nichts gemerkt. Ich war voll enttäuscht. Ich meine, gut, der eine oder andere von euch würde sagen, ja komm, eine Flasche Eierlikör, was erwartest du? Ja. Ich erwarte das schon wirklich. Weil ich ja sonst nie was sauf. Ja, ich bin's nicht gewöhnt. Ich müsste eigentlich mehr, da wenn ich auf uns mit Bier schon voll soll. Ja, ich trinke nicht immer nur das. Aber wie gesagt, obwohl ich diese 0,7 Liter Eierlikör, also ein 3/4 Liter ungefähr, innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten abgepumpt habe, ich habe nichts gemerkt. Ich war vielleicht ganz, ganz leicht angeheitert. Weil vielleicht wollte es auch Wunsch denken. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ja? Ich fand es im Prinzip schade um die Kohle. Pumpst das Zeug in dir rein und regnet. Ist irgendwie langweilig. Ja. Und dann habe ich mich auf die Bank gelegt, wo ich habe mir es halt eine halbe Stunde gemütlich gemacht, ne? Und habe dann eine Runde gepennt. Nicht wegen dem Alkohol, sondern der Tag muss ja irgendwie rumgehen, ne? Ich habe dann auch schön Schuhe ausgezogen, weil sollte ich ja und Bein hochlegen, war ja auch der Fall. Es war dann noch nicht so nass draußen wie jetzt. Hat also noch Sinn gemacht.
Und da habe ich mir dann zum ersten Mal die Maden eingefangen, deswegen bin ich da jetzt drauf gekommen. Es tut aber nichts weiter zur Sache. Ich habe auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall das Klischee erfüllt eines Banners und habe mich mal zugesoffen. Also, wie gesagt, nichts gemerkt, aber Alkohol halt zumindest mal konsumiert. Ja. Aber nix. Ohne Scheiß, nix. Also, falls ihr irgendwelche Kinder zusehen sollten, ne? Und ich sage das jetzt nicht, um euch irgendwie den Moralprediger zu machen oder keine Ahnung, so ein Quatsch, ja, aber Alkohol bringt nichts. Ehrlich, Alkohol bringt nichts. Nicht nur, weil ihr euch damit kaputt macht, sondern weil die Wirkung einfach ausbleibt. Ich trinke wirklich keinen Alkohol, das ist kein Witz, ich trinke wirklich nichts. Alle paar Jahre gebe ich mal wohl die Hand. Ja, da habe ich mir dann in kürzester Zeit ein Dreiviertel Liter Eiergehör und keine Wirkung. Ehrlich nicht. Rauche lieber ein. Braucht niemand schon? Habt ihr mehr davon? Übrigens, weil ich so huste, ist psychosomatisch. Ja? Ich hatte noch Husten, als ich meine Wohnung verlor, weil ich ventilatorluftsüchtig bin. Ja. Da ich mich von diesen ganzen extrem schlimmen Erlebnissen, die also allein schon die Räumung meiner Wohnung, vor allem die Trennung von meinen Jungs und so weiter, noch nicht erholen konnte, ist dieser scheiße Husten noch da. Und ich nehme Alkohol durchaus schon zum Kochen und Backen her. Wobei der Alkohol da verdunstet, also verkocht. Jedenfalls ist mir da aufgefallen, dass Amaretto irgendwie schmeckt wie Hustensaft. Ja. Aber bevor ich euch jetzt noch länger zuhusche, sage ich nochmal Tschüss und bis dann.